Wir bewegen uns weiter durch dieses komische Hügel, Grab, Berggrab, was auch immer. Und wir finden eine... Ah. Öffne das. Oh. Vielleicht sollte ich mal mein Level Up benutzen. Ich brauche Gesundheit ganz dringend. Ich habe 2 Level Ups bekommen, habe es nicht mitbekommen. Okay, auch nicht schlecht. So, was steigern wir denn? 2 Hände. Das kann man, glaube ich, noch nicht machen. Doch, wir haben genügend. Hey, cool. Also, nochmal 2 Händern, Kriegshämmern und Streitäxten. Wir nehmen 2 Händer. Das heißt, wir nehmen das hier, das Talent ist hier mit. Und dann vielleicht noch mehr Schaden für die 2 Handwaffen. Kann ich schwere Rüstung irgendwas landen? 20% mehr Rüstungspower. Schleichen, Schlösser knacken, Taschendiebstahl, Redekunst. Damit komme ich jetzt hier gerade eben überhaupt nicht weiter. Ich brauche irgendwas, um zu überleben. Mehr Defense oder mehr auf die Mütze? Im Zweifelsfall mehr auf die Mütze. Barbar. Bazing, da blitzt und donnert. So, mein Freund. Ich habe ein Level up. 2 sogar. Ein Doppelt-Level. Oh, der ist ruhelos. Oh, oh. Oh je, oh je. Na komm her, hau mich. So, jetzt darf ich hauen. Alter, wie hat denn der zugehauen? Junge, der haut da richtig rein. Aus dem Weg, 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 lauf. Oh, oh. Okay, zu weit gelaufen. Was machen wir denn mit dem Knilch jetzt? Wie kriege ich dieses Viech kaputt? Ich könnte es mit einem Stealth-Angriff mit Pfeil und Bogen erstmal probieren. Dem einfach mal ins Mütze schießen. Naja, der hat gesessen. Okay. Dann können wir ihn jetzt anbrutzeln gehen. Halt, Falschtaste. Ja, brutzel erstmal hier gemütlich, Junge. Oh, Platz da heißen fertig. So, jetzt mal ein bisschen anbrennen hier. So, jetzt zieh ich mein... Oh, haut er mir in den Rücken rein, der kleine Miese hier. Oh, oh, daneben. Block. Aua, sowas tut doch weh. Hätte vielleicht doch die Rüstung verbessern sollen. Oh je, oh je. Er ist sauer auf mich. Tja, Freundchen, das Ring rein Spiel kann ich noch eine ganze Weile spielen mit dir. Ich werde mit Pfeil und Bogen anschießen währenddessen. Oh, laufen. Rennen. Ups. Aua, aua, aua. Das tat weh. Oh, oh. Das hat eine miese Laune, der Junge. Ganz, ganz miese Laune. Da schon wieder. Ach, Männer. Lass mich doch einfach in Ruhe. Hau mich nochmal, komm. Hau zu. Einmal schwingen, bitte. Ja, schwing halt, Mann. Jetzt mag er nicht schwingen, verdammte Axt. Sonst rennt er die ganze Zeit hinterher wie so ein Trottel. Oh, oh. Oh, shit. Jetzt starten wir. Uah. Okay. Ich hab genug vom Laufen. Jetzt wird getötet. Wo bist du? Der hab ich verloren etwa, oder was? Oh, toll. Ich hab daneben gesäbelt. Spitzensache. So. Zack. Mach mal Pause. Also, geht doch. Das Gold nehme ich mit und die Pfeile. Und jetzt, raste ich erst mal eine Stunde. Und kratze mich derweil an der Nase, versteht sich. Ganz wichtig. So. Der böse Drauge ist platt und hier gibt's erstmal nichts. Wie unbefriedigend. Extrem unbefriedigend, um genau zu sein. Warum gibt's hier nichts? Uah, hell. Gibt's hier irgendwas vielleicht? Hier um die Ecke? Hallo? Zeug? Zeug? Irgendwas für mich? Irgendwas Schönes? Nettes? Ah, Kiste. Na? Au! Ach, Menno, mein Dietrich. Ah, warte, du Schloss. Dich mache ich platt. Auf. Gold, Magika und. Oh, ein Jagdbogen der Seelen. Da kann man Soul Trap mitmachen. Okay, sehr schön. Ödsturz, Hügelgrab, das Allerheiligste. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt gleich kommt. Ob es im Allerheiligsten wirklich heilig zugeht oder ob da gleich irgendwelche komischen Viecher rumrennen. Ich tippe auf komische Viecher. Damit ist man in Elder Scrolls-Spielen immer auf der richtigen Seite mit komischen Viechern.
Gibt's hier was? Nein, Leinentücher. Brauche ich nicht. Da zombiert schon wieder irgendwas rum. Oh, keine Zombies. Nur Häckselmaschinen. Ja, ich bin durch. Oje. Oje. Den verprügeln, schnell. Verprügeln, schneller, verdammte Axt. Schneller prügeln. Sehr schön. Okay, der ist Platz. Noch einer? Sonst noch einer, der auf die Mütze will. Oh ja, da kommt einer. Mit irgendwas Größerem angerannt. Okay, den kriegen wir trotzdem. Na komm her, Hasi. Hör zu. Hau mich. Jetzt bin ich dran. Zack. Und zack. Machen wir den auch. Oh, Moment mal. Ich hab grad festgestellt, dass ich mit Pfeil und Bogen relativ nichts hinkriege gegen den da. Ha, ich hab ihn. Okay. Ich wollte gerade sagen, ups, dass ich wahrscheinlich Probleme kriegen werde, mit meinem Schwert Pfeile abzuwehren. Das geht zwar in komischen Videospielen teilweise, aber hier nicht. Okay, so, darf ich kurz warten? Na, meine Nase nicht so jucken würde, das ist echt extrem gerade eben. Echt so eine Krankheit, das hört auch gar nicht mehr auf dann. Rostresistenz, ein Zaubertrank. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich alle, TTV, halt doch endlich die Klappe über deine Nase, erzähl was zum Spiel. Tja, also wir sehen hier gerade eben eine, spät mumifizierende Architektur mit Öllachen auf dem Boden. Ein gähnendes Loch nach unten auf einem rostigen Gitter, auf dem ich mich gerade eben aufhalte. Das wird bestimmt sehr sicher sein. Naja, wir bewegen uns jetzt mal hier über diese wundervoll zusammengebundenen Holztreppen nach oben und schauen uns komisch um. Und wir stellen fest, dass hier erstmal nichts ist. Tja, und dieses Nichts, meine Damen und Herren, dieses Nichts ist einfach, tja, so richtig schön nichtssagend. Hallo, gibt's hier irgendwas? Möchte mir hier irgendjemand was verkaufen? Nein? Aber hier geht's weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Ölfass. Okay. Ah, das scheint ja komisch aus. Hm. Interessant. Und jetzt? Guck. Gibt's hier was? Irgendetwas für mich vielleicht? Irgendwas Tolles? Nehmen wir mal auf. Ah. Pfeif? Wind? Hm. Ah, okay. Da brauchen wir jetzt die Klaue. Okay, also Objekte. Das hat jeder gesehen, der sich schon mal die ganzen Videos zum Spiel angeschaut hat. Der Schlüssel, um die ganze Sache aufzumachen, ist nämlich auf der Klaue drauf. Hier ist die goldene Klaue. Bär, komisches Flatterviech und eine Eule. Das wollen wir haben. Okay. Ah, pam, 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 pam. Das nochmal drehen. Ah, Bär, komisches Flatterviech und das dürfte die Eule sein. Sehr schön. Abspeichern. Das Ding hier ins Schlüsselloch rein. Dreimal dran drehen. Sesam, öffne dich. Tja, und hier sind wir nun. Schauen wir doch mal, was wir hier so alles finden werden. Hm. Hallo? Jemand zu Hause vielleicht? Oh oh, Gräber. Was zum? Gefällt mir ganz und gar nicht gerade eben. Trau dem Braten nicht. Okay, das Grab ist leer, das ist sehr schön. Leere Gräber sind toll, da kommt wenigstens nichts mehr raus. Oje, oje. Okay. Das könnte jetzt etwas härter werden. Mal abspeichern gehen. Achso, ja, um wen es interessiert hier. Knapp 16 Stunden auf Level 17. Das ist mein anderes Safe Game. So, und was? Okay, Fledermäuse. Fledermäuse sind toll. Ich gehe da mal hier hin. Das sind diese Stellen, wo man die Drachenwörter landen darf. Dann kriegen wir jetzt hier gleich das Drachenwort vertickt. Aber zuerst mal hole ich mir die Dietriche, Feuersturm, Seelenstein und den Orkbogen. Genauso wie hier den Seelenstein, Gift. Okay, ich glaube, ich habe alles Wichtige hier eingesackt. Okay. Und wir lernen Kraft. Unerbittliche Macht. Bring die Klaue zu Lucan. Okay.
Da kommt schon der, den ich nicht sehen wollte. Und den prügeln wir jetzt erstmal kaputt. Oh, shit, der kann sogar schreien, der Knilch. Okay. Brenn, mein Freund. Aha, genatzt. Gefällt dir das? Oh. Natürlich gefällt ihm das. Oh, 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 oh. Aus dem Weg. Aus dem Weg, heiß und fertig. Spaß. Hör auf, mich anzuschreien, verdammte Axt. So. Jetzt habe ich den Höhenvorteil. Ha! Es ist vorbei, Anakin. Ich habe den... Oh, shit. Ich habe den Höhenvorteil. Doch nicht. Schmerzen. Komm. Komm, 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 komm. Komm zu mir, mein Haselein. Ja, ja, schreib mich ruhig ein bisschen an. Das finde ich sehr toll von dir. Ein Schlag hält er noch aus, mein Freund. Hier. Mach mal Pause. Zack. Höhere Draugefuß. Hat einen Drachenstein für mich dabei. Sehr schön. Und eine magische Zweihandaxt. Und ein bisschen Gold. Okay. Ja, da hätte ich gesagt, haben wir diese Sache hier erfolgreich abgeschlossen. Spitzensache. Und wir haben sogar überlebt. Und sind fast gar nicht oft gestorben. Gibt's hier noch irgendwas zu holen oder so? Ja. Eine Kiste. Guck, guck. Mit ein bisschen Gold und einem Granatstein drin. Okay. Naja, besser als nichts. Man kann auf der Filtreihe auch nicht allzu viel erwarten. So, wir können jetzt hier hochgehen und stellen dann fest, dass man hier noch eine Kiste sieht. Hey, Moment mal. Kiste. Guck, guck. Ah, müssen wir aufschließen. Okay, da geht nichts. Geht auch nichts. Vielleicht hier, ja. Ah, sehr schön. Offen und? Gold, Granatstein und Orikalkumbarren. Sehr schön. Seelenstein und eine Heißkette. Ja. Dieser kleine Exkurs hat sich rentiert. Und wir haben ein Drachenwort gelernt, mit dem wir leider noch nichts anfangen können. Aber wir kennen jetzt zumindest schon mal Fuß. So. Dann aber jetzt hier hinauf und wieder ans Tageslicht. Das ist langsam ein bisschen zu viel Höhle für mich. In diesen klammen, kalten Gängen, die nach Erde riechen. Ah, ein Griff. Klick, drehen, runterdrücken. Boom, Explosion. Nein. Glücklicherweise ist das kein TNT hier. Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Aha, da kann man runterspringen. Gibt es hier oben noch was zu holen? Nein? Okay. Dann springen wir jetzt mal runter und schauen uns an, was es hier gibt. Eine Truhe. Blümchen. Sehr schön. Blümchen sind toll. Ein Totenschädel. Hey, kennst du wirklich den Weg nach draußen? Wie war das? Immer dem wankenden Kopf hinterher? Hui, 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 up. Ach ja. Es macht Spaß, mit Knochen zu spielen. Okay, hier gibt es also nichts mehr. Dann bewegen wir uns nochmal. Ha! Nach draußen. Ziel, Himmelsrand. Okay, und hier sind wir rausgekommen. Wo zum Henker sind wir? Ah, hier oben. Und da geht's zu Glitchspielermine und da kommen wir her. Okay, sehr schön. Gut zu wissen. So. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas zu holen? Irgendwas Tolles? Hallo? Irgendwas Spezielles? Geniales? Verrücktes vielleicht? Da liegt was. Zaubertrank des Kriegers. Was zum Henker? Warum liegt hier einfach so ein Zaubertrank rum? Und warum ist das nicht der Asterix-Zaubertrank? Warum ist das ein Zaubertrank des Kriegers? Naja, was soll's. Gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Vielleicht finden wir noch irgendwas Tolles. Ups. Klonk. Rums. Nein, nichts. Nichts Tolles. Schade, dann geht's hier wohl runter. Und, da läuft ein Fuchs vor uns weg. Sehr schön. Da liegen Knochen auf dem Boden rum. Aber hier ist was. Ha, eine Corundum-Erzader. Das Corundum-Zeugs brauchen wir, um Stahl herzustellen. Das nehmen wir doch direkt mal mit. Da klingelt die Registrierklasse gleich freundlich. Katsching! So, hier die Erzader macht auch mal Pause. Die ist nämlich leer. Da gibt's nichts mehr. Gucken wir nochmal, ob es hier noch irgendwas gibt, was man sehen könnte, sollte. Irgendwas Interessantes hier? Hallo? Da ist ein Licht. Warum ist da ein Licht? Und warum fühle ich mich von diesem Licht so magisch angezogen gerade eben? Ach ja, gehen wir einfach mal hin. Oh, Wölfe. Wolfleins. Beiß mich doch, beiß mich doch. Okay, er beißt mich wirklich. Ah, schlitz mal den hier platt und dann schlitz mal den hier platt. Zack. Ja. Aha. Level up. Hat sich rentiert. Wo hat der Wolf den Granatstein bitte schön her? Den gefressen oder was?
Egal. Level up. Ich hätte gerne mehr Gesundheit. Dankeschön. Ich kann zwei Hände noch ableveln. Nein. Blocken. Blocken ist 20% wirkungsvoller. Die Zeit verlangsamt sich, während eines mächtigen Angriffs blockst. Die Frage ist nur, steigt das, wenn man ohne Schild blockt? Mächtiger Gegenangriff. Gegenangriff versucht fünffacher Schaden. Gegner entwaffnen. Also die Dinger muss ich mir auf jeden Fall holen, so wie es ausschaut, weil sonst werde ich ja nicht lange überleben. Schwere Rüstung könnte ich noch lernen oder Schmiedekunst. Stahlrüstungen und Stahlwaffen. Das klingt doch nett. Dann mach das mal. Denn wie jeder auch weiß, man ist leider nur so gut wie sein Equipment. Gibt's hier eigentlich irgendwas auf dem Grund dieses Sees? Außer hier Pflanzen, die auch schon, als ob sie mich gleich alle wegmanschen. Schwimmen, schwimmen. Guck, guck, hallo. Wo kommt dieses Mysterio? Ah! Nunwurz! Hört euch mal diesen Sound an. Tja, jetzt wisst ihr, wo der Sound herkam und wo das Licht herkam. Alles klar. Nirnwurz. Wurzli. Okay. Ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Da hinten leuchtet auch nochmal eine Nunwurz wahrscheinlich. Ich will jetzt aber mal in die Richtung. Tauchen wir nochmal durch.